Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist ein bisschen her. Das tut mir auch leid. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte nicht die Motivation aufzunehmen und dann mache ich das auch nicht. Ganz einfach. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Auf die Range richtig drauf. Wir haben jetzt schon zwei Flaschen. Das ist sehr nice. Zwei Flaschen. Und da singt wieder die kleine Marlon. Hey, da ist ein Babypferd. Hey, Babypferd. Babypferd? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Was geht denn da draußen ab? Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Oh, verdammt. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Aber warum? Falsch. Komm. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Geht doch. Ich muss sie nochmal anreden. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Ja. Verdammt! Okay, nochmal. Das ist ein bisschen verwirrend mit dem PS4-Controller. Entschuldige, ich hätte mir das auch auf den rechten Stick legen können, aber dann kann man nicht vernünftig kämpfen mit den Items und die Items nutzen. Du hast die Bonus-Lieder erlernt. Du hast es erlernt. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir Eponas Lied. Ach, Eule, warum? So, jetzt haben wir das Lied erlernt. Und jetzt mag uns Epona, jetzt läuft uns Epona hinterher. Komm, ich laufe extra rückwärts, damit ich dich sehe. So, jetzt müssen wir einmal hier rumspeeden. Weil da hinten. Ah, das ist keine Windmühle. Hätte ich ihm Dominika Kacke erzählt. Toll, jetzt wird der Dominik mich wieder hassen. Da hinten können wir uns jetzt nämlich noch was abholen. Ja, Navi. Ich laufe. Pferd, was machst du da? Das ist nicht gesund. Obwohl, ich glaube, es guckt genau. Ja, es würde genau da durchgucken, wenn es mit dem Kopf nicht da dran kommen würde. So, wir machen ja keinen Speedrun. Wir haben ja Zeit. Ich habe mir wieder keine Uhr gestellt. Ich nehme ab jetzt einfach noch bis 20 Uhr. Na, 17 auf, ja. Damit es 20:03 Uhr. So, ab rein hier. So, und hier ist jetzt ein kleines Rätsel. Hör auf. Das war nicht nötig, aber das hier. Hör doch auf! Das fand ich damals schon auch schon blöd, dass sie das so gemacht haben, dass man das ja mit Aktion und so und hinauf und ganz komisch. Komm runter. Runter. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht machen, glaube ich. Passen wir da schon dazwischen? Ja, und hier. Ist da noch?
kriechen. Und was haben wir denn da? Den Raum fand ich früher voll cool. Und der sieht hier echt cool texturiert aus, muss ich sagen. Und ist das unser erstes Herzteil? Ein Herzteil, du hast vier Teile. Hast du vier Teile gesammelt, wird deine Energieleiste um ein Herzcontainer erhöht. Ich glaube, wir haben das jetzt erst eins, oder? So, ja, entschuldigt mich, das kam ich hier so hoch? Nein. So, hier ist eine Kuh, aber zwei Kühe sogar. Die lassen wir mal in Ruhe. Die Räder sehen auch jetzt cool aus. Ich mag das Texture Pack. Das gefällt mir. Und man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen und ja, da ich kein Capture-Tool für meinen 3DS habe, machen wir das einfach so, dass wir ein paar schönere Texturen reinballern. So, wir werden jetzt aber heute leider wieder noch ein bisschen Sidequesten, weil ich noch was, ich wollte mal ganz kurz was gucken. War das jetzt das erste Herzteil? Tatsache. So, weil... Soll ich jetzt... Ich nehme heute eh zwei Parts auf. Das passt dann ganz gut. Dann machen wir jetzt noch einen Sidequest-Part und dann geht's aber ab zum Todesberg. Jetzt, wir sind zu früh rangegangen. Das war hier gar keine Musik. Schade. Aber wir sind eh nochmal hier. Weil hier ist eigentlich sehr schöne Musik. Ein bisschen zu früh rangegangen. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Speedrun hier. Ich mache das einfach, weil ich finde, die Laufwege sind echt ein bisschen... müssen nicht sein. Ich meine, hier gibt es noch ein Easter Egg. Man kann hier auf die Kette, drauf. Hier, das zeige ich euch mal ganz kurz. Und wenn man jetzt bis Nacht warten würde, könnte man jetzt hier an der Seite hochgehen, hier. Und würde Rubine bekommen, ja. Da habe ich jetzt 40 bekommen, also 21er und dann nochmal 20er danach. Und das kann man eigentlich machen, wenn man nachts so lang geht, dann ist es einfacher. Aber so haben wir jetzt unsere Rubine voll gemacht, weil die brauchen wir jetzt. So, und ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Da ist der Deep Boss mit Jaws Mask. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Hier ist nämlich ein Shop. Und hier hätten wir das Schild dann günstiger bekommen. Das sagt er uns nachher noch hier im Bazar. Willkommen! Ja, das kostet 80 Rubine. Aber wir haben es for free bekommen. So, ja, klatsch mich nicht an. So, können wir hier jetzt schon was machen? Nein. Dann müssen wir erst mit dem... mit der Wache in Kakariko reden. Das hätte ich eigentlich vorher machen können. Aber wir... Entschuldige. Vor der Aufnahme einfach nichts mehr trinken, das ist besser. So, aber wir machen jetzt erstmal ein Schießpunktspiel. Und kann man immer noch? So schön. Wenn man richtig stand, konnte man hier durchgucken. Ich weiß nicht, ob das hier... Naja, auf jeden Fall hat der Typ keine Beine. Reden. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ja. Okay, das hier ist nur was für echte Kerle, die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auch auf die Plattform und zieh genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B, fertig. Dann los, viel Glück. So, ersten getroffen. Zweiten getroffen. Ich war mir sicher, jetzt kommt schon die an den Band da, aber bis jetzt haben wir alle getroffen. Nice. Alle getroffen. Ich bin begeistert, klasse, göttlich. Hier, nimm diesen einzigartigen Präsent an dich. Und wir haben noch eine... Wir können jetzt mal Deko-Kerne aufbewahren, das ist schon mal schön.
Können wir noch was machen? Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ja. Machen wir noch eins. Vielleicht bringt das ja jetzt noch was. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nein. Verdammt, du brauchst offenbar noch etwas Training. Übe fleißig und komme wieder. Willst du noch ein Spielchen wagen? Ich habe zu wenig getroffen, als dass ich nochmal einen Versuch haben darf. Ich glaube, ich hätte noch einen treffen müssen. Ja, natürlich. Ich habe B gedrückt, um das zu überspringen. Die Empfindlichkeit ist ein bisschen heftig. Und gerade war's First Try. Ja, ich will noch eine Runde. Ja, immer dieses... Weil man B im Text drückt. Man wird halt einfach instant bestraft. Dafür, dass man den Text gibt. Ich weiß nicht. Nein! Was? Nun gut, du darfst noch einmal versuchen. Umsonst. Diesmal musst du es schaffen. Red gerade mal weniger, weil ich bin gerade. Nein! Nein! Verdammt! Fast! Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst! Diesmal musst du es schaffen! Ja! Komm! Ich kann nie genau einschätzen. Gott verdammt, warum schaffe ich denn den einen immer nicht? Voll am Rumreden. Oder so, sonst, ne? Wir sollen uns treffen. Du zerschießt zwar Rubina, aber. Gott, und jetzt hat er wieder einmal geschossen, obwohl ich nicht B gedrückt habe. Es schmeckt schon wieder salzig hier. Nun gut, ich kann aber auch nicht cutten. Das machen wir jetzt auf einem. Wir hängen, glaube ich, jetzt 7 Minuten in der Kackschießbude rum. Und schon wieder, obwohl ich A gedrückt habe. Ja, das ist doch ein Scheiß hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war der First Try. Und jetzt brauche ich so mega lange dafür. Vielleicht hilft ja singen, vielleicht beruhigt mich das. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es war First Try und jetzt brauche ich Jahre. Ich weiß nicht, warum ich es fein. Jetzt habe ich es komplett verkackt und habe nur 2 verfehlt. Aber ich will es doch einfach nur easy schaffen. Kann ich doch nicht so schön sein. Ich weiß nicht, warum ich es nicht hinbekomme. Die Controllersteuerung von dem PS4 ist auch kack.
Jetzt bekomme ich die letzten beiden hin, 100 pro. Ja, ich will es nochmal versuchen, bitte. Gott. Komm, eigentlich kann ich doch jetzt schon easy quickscopen hier, ne? Aber man kann doch gar nicht quickscopen in dem Spiel, Yasi. Ah, das geht doch gar nicht. Ah. Verdammt, ja, ich hab's wieder verkackt. Ich hab nicht. Ich dachte, jetzt kommen direkt die Roten hier. Wenigstens habe ich den letzten Sau wieder verkackt. Fast, ja. Ich mach den armen Mann hier pleite. Boah, der war. Das war ein Trickshot. Ja, ich bin begeistert. Klasse, Jo, nimm das an dich. Ich dachte, das gibt noch ein Herzteil. Entschuldigung. Okay, wenn euch der Part gefallen hat, dann geht jetzt nicht nach draußen, denn es regnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.